dann nochmal herzlich willkommen an alle, die jetzt dabei sind. Es sind ja nicht so arg viele, aber ja. Und ich wollte nochmal ganz kurz auf den Aufbau jetzt eigentlich von dem Webinar oder von dem Workshop jetzt hier eingehen, weil das so der rote Faden so ein bisschen, weil der Aufbau ist so ein bisschen verloren gegangen. Also der rote Faden ist so ein kleines bisschen verloren gegangen, habe ich den Anschein. Und der Sinn von dem Webinar war ja wirklich, dass wir einmal komplett im Prinzip über einen kompletten Pentest im Prinzip drüber gehen und so eine komplette Übersicht über das Hacking im Prinzip zeigen und wir Schritt für Schritt im Prinzip vorgehen. Und die Sachen hier oben, die hatten wir schon abgehakt. Und jetzt sind wir im Prinzip hier im Punkt Waffenschmieden und fangen jetzt, also wir haben jetzt schon angefangen mit den Grundlagen, letztes Mal mit dem Vortrag von BitFriends. Dann haben wir eine kleine Einführung in C gemacht. Und jetzt machen wir eine kleine Einführung ins Reverse Engineering mit Radare. Und danach kommen wir dann zum Exploit Development. Also hier an dem Punkt sind wir im Prinzip angelangt, an einem Punkt, wo wir davon ausgehen, dass wir eine Binary haben von unserem Ziel, zum Beispiel von unserer Firma, die wir angreifen wollen, und untersuchen die dann hier in dem Punkt nach Schwachstellen und nehmen die auseinander und versuchen die zu verstehen. Und im nächsten Punkt suchen wir dann nach Schwachstellen und wie wir die ausnutzen. Und am letzten Punkt könnten wir dann, ja, das können wir dann noch schauen, ob wir das dann überhaupt machen, weil ich die Befürchtung habe, dass wir da dafür gebannt werden könnten, wenn wir Malware Development streamen. Deshalb kann der Punkt vielleicht wegfallen. Ja, genau. Und den nächsten Punkt, das sieht man ja hier so aufbereitet, also wie in einem typischen Pentest eben, dass wir eben ganz normal eindringen. Also die Punkte hier oben, die wir jetzt momentan besprechen, gerade Exploit Development und so weiter, die sind so ein bisschen außerhalb, aber die wollten wir auch abdecken, weil sie uns einfach interessieren. Und es ist eigentlich immer cool, wenn man seine eigenen Sachen schreiben kann und auch seine eigenen Sachen findet. Hier unten gehen wir dann wieder zurück auf so einen Standard-Pentest. Uns ist im Prinzip auch wichtig, dass man sich davor eben schützen kann, deshalb gehen wir danach nochmal ganz kurz ins Blue-Team und gucken, wie man sich davor im Prinzip schützen kann. Also, wollte ich nur kurz nochmal sicher gehen, dass es auch das richtige Dateiformat ist. Und zwar das allererste, was wir im Prinzip machen, wenn wir Radar öffnen wollen, ist R2. Und dann können wir dahinter die Datei angeben, die wir im Prinzip öffnen wollen. Und das ist bei uns die Ref-Datei. Und dann, einen Moment, ich machen wir hier nochmal clear. Und dann sehen wir hier im Orangenen, das nennt man in Radare unseren Cursor. Das ist die Position, in der wir uns gerade momentan befinden. Genau. Und jetzt momentan ist es ja so ein bisschen einschüchtern, sage ich mal. Wir sehen jetzt im Prinzip überhaupt nichts. Und das allererste, was wir immer machen, wenn wir jetzt hier momentan Befehle eingeben, zum Beispiel nur mal als Beispiel, das müssen wir jetzt noch nicht wissen, dann kommt hier nichts zurück. Und das liegt daran, dass wir die Datei noch nicht analysiert haben. Und das machen wir mit 3 A's oder 4 A's. damit können wir die Datei dann analysieren. Und wenn wir jetzt AFL eingeben, das steht für Analyze Function List, dann bekommen wir auch ein paar Sachen zurück. Und sehen hier zum Beispiel unsere Main-Funktion. Und hier ist der Programmeinstieg. Und wir sehen jetzt auch hier ein paar Sachen, die benutzt werden und so weiter und so fort. Ja, genau. Ich denke, wir hüpfen mal gleich in die Main rein und ich erkläre dann so as we go ein bisschen, weil sonst wird es vielleicht ein bisschen zu theoretisch. Was immer ganz gut ist, ein paar Sachen vorneweg vielleicht, ist, in Radare muss man sich im Prinzip überhaupt nichts merken. Also es ist zwar immer so ein Vorurteil, dass in Radare alles schwierig ist oder sonst was, aber ganz ehrlich, das kann ich nicht unbedingt bestätigen. Weil wenn man zum Beispiel nur Fragezeichen eingibt, dann sieht man hier alles, was man im Prinzip machen kann. Klar, man muss sich so ein bisschen damit vertraut machen. Entschuldigung. Aber wenn man jetzt hier zum Beispiel die Binary analysieren will, dann sehen wir hier, ja, dann werden die Analysis-Commands für uns ja relativ wichtig sein. Dann geben wir ein weiteres Fragezeichen ein. Und kriegen dann hier, was wir weit, also so kann man sich dann, wenn man noch gar keine Ahnung hat, im Prinzip durchhangeln. In der Praxis ist es so, dass man
sowieso nur wenige Kommandos braucht von denen, die überhaupt möglich sind. Und ja, und für den Rest kann man sich halt wirklich so durchhangeln. Und die man so braucht, die habe ich vor, dann hier in dem kleinen Vortrag jetzt zu benennen. Genau. Und das Erste, was wir machen wollen, wir haben ja gesagt, AFL, das steht für Analyze Function List. Wenn wir das Ganze ein bisschen hübscher haben wollen, können wir noch ein L anhängen. Und dann sehen wir das hier so. Und dann sehen wir hier eben unsere Main-Funktion. Und das ist im Prinzip die, die uns eigentlich am meisten interessiert, weil dort hat der Programmierer dann sein Code geschrieben. Und das ist ja das, was wir uns anschauen wollen. Und hier sehen wir am Anfang immer die Position, an der wir sind, das habe ich ja schon gesagt. Und wenn wir die Position ändern wollen, dann können wir S eingeben für Seek und dann die Position, an der wir hingehen können. Dort können wir entweder eben eine absolute Adresse angeben, aber wir können auch sowas wie zum Beispiel Main schreiben. Und jetzt sieht man, dass wir hier unseren Cursor verschoben haben und jetzt an einer anderen Position sind. So, jetzt ist es natürlich immer noch ein bisschen einschüchternd, weil wir im Prinzip nur die Kommandozeile haben und nichts sehen. Und das können wir natürlich ändern. Mit V können wir in den Visual-Modus gehen. Oder nicht Visual-Modus, aber ja, vielleicht doch Visual-Modus, wie auch immer man das nennen will. Dann sehen wir sowas. Mit dem können wir natürlich auch noch nicht so arg viel anfangen. Nämlich gibt es hier verschiedene Views, auf die wir schauen können. Und mit P, mit einem kleinen P, können wir vorwärts gehen und die View nach vorne, also die nächste View, anschauen. Und mit einem großen P kommen wir wieder zurück auf die View, die wir davor angeguckt haben. Und hier sehen wir hier so ein Hex-View, irgendwas. Das bringt uns hier in dem Fall nicht so arg viel. Aber hier sehen wir zum Beispiel schon mal ein bisschen Disassembler, ein bisschen Assembler-Instruction, mit denen wir ein bisschen was anfangen können. Wenn wir hier nochmal weitergehen, sehen wir hier eine Debugging-View, weil wir mit Radare auch debuggen können. Und ja, hier vielleicht Entropie und sonstige Geschichten, die wir uns jetzt nicht so, die jetzt nicht so interessant sind für uns. Und das sehen wir wieder am Anfang. Genau. Wenn wir jetzt hier das Programm anschauen, dann haben wir hier ja gesagt, das ist unsere Main-Funktion. Und können dann hier im Prinzip dann schon anfangen, uns ja, das Programm im Prinzip zu analysieren. So, was für uns noch interessant ist jetzt, ist, wenn wir hier mit den Pfeiltasten oder mit den Vim-Kommandos, also mit J für können wir unseren Cursor auch verschieben. Dann sehen wir hier immer noch in Orange. Und wenn wir jetzt hier unseren Cursor runterschieben, zum Beispiel hier Push RBP, dann können wir mit Semikolon ein Kommando hinterlassen. So. Ja, genau. Und hier können wir dann gleich mal sagen, was ich eigentlich schon erklären wollte, nämlich wie Stack-Frames funktionieren. Ein bisschen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob Bitframes das letztes Mal schon ein bisschen angesprochen hatte, aber wenn ihr noch nicht so viel auf Assembler drauf geschaut habt, dann ist es eigentlich relativ wichtig zu verstehen. Dann können wir hier gleich mal sagen, dass wir hier den Moment. So, jetzt bin ich gerade. Ja, genau. Weil das hier müsste eigentlich als erstes sein. Dass wir nämlich den alten Base Pointer nämlich backuppen. Also dann können wir gleich mal kommentieren. Backup old base pointer. Und dann haben wir hier einen Kommentar. Und wenn wir das Kommentar wieder verwerfen wollen, dann können wir hier wieder mit Semikolon und einem Minus eben das Kommentar wieder löschen. Dann haben wir die Main-Funktion und hier haben wir den zugehörigen disassembleden Code. Und dann sehen wir, die Funktion geht wahrscheinlich bis hier, weil hier das Return ist. So. Und der Prolog von der Funktion ist in x86 eigentlich immer relativ gleich. Nämlich bauen wir immer am Anfang ein Stackframe auf,
für die Funktion und für die lokalen Variablen. Und das funktioniert folgendermaßen. Und wir pushen den alten Base-Pointer auf den Stack. Das passiert deshalb, weil wir dann den alten Base-Pointer im Prinzip so zwischenspeichern und den dann am Schluss wieder herstellen können. Und der Base-Pointer zeigt immer auf den Anfang von dem momentanen von der momentanen Funktion, also von dem momentanen Abschnitt auf dem Stack, der zu der Funktion gehört. Also, dass wir alle lokalen Variablen in der Funktion über den Base-Pointer eben adressieren können. So, und das ist nämlich der von der vorherigen Funktion. Den speichern wir. Dann kommen wir im nächsten Schritt und der momentane Stack-Pointer, also der immer oben auf dem Stack zeigt, der wird dann in Base-Pointer reingesteckt und ist dann unser neuer Base-Pointer. Das heißt, hier fängt dann unser Stack-Frame an von der Funktion. Und zwar haben wir hier, wie schon gesagt, also von der Add-Funktion, haben wir dann hier den Base-Pointer und hier oben ist der Stack-Pointer, ne? Lass mich ganz kurz überlegen. Ja, also hier oben ist der Stack-Pointer, der oben auf den Stack zeigt, also das heißt, so wie ich mir dann vorstelle, ist es gerade andersrum, aber gut. Aber hier oben haben wir High-Memory und unten haben wir Low-Memory. Und hier sehen wir jetzt die Argumente, also wenn eine Funktion aufgerufen wird, wir sehen hier, die hat zwei Argumente und die werden in umgekehrter Reihenfolge auf den Stack gepusht. Also wenn wir hier uns überlegen, hier sind wir noch im Stack-Frame von der Vorgängerfunktion, die im Prinzip Add aufgerufen hat. Und die pushen wir in umgekehrter Reihenfolge auf den Stack. Das heißt, hier pushen wir B auf den Stack, dann A, also die zwei Argumente. Dann wird die Funktion aufgerufen mit einer Call-Instruction. Die Call-Instruction setzt die Return-Address auf den Stack. Und dann kommt eben das, was wir gerade gesehen haben im Assembler-Code, dass eben unser alter Base-Pointer von der Funktion, die wir davor hatten, auf den Stack gelegt wird. Und dann wird der Base-Pointer mit der jetzigen Position vom Stack-Pointer überschrieben. Und dann haben wir hier Platz für unsere lokalen Variablen, wie zum Beispiel C. Und wir können jetzt hier die Argumente so wie auch die lokalen Variablen immer über das EBP, also den Base Pointer, adressieren. Man kann sich ja hier vorstellen, EBP plus irgendwas, dann kommen wir auf die lokalen Variablen. Bei x86 sind es immer 4 Byte, beziehungsweise über 64 Bit, was wir jetzt hier hatten. Wir sehen es hier an dem R-Vorzeichen. Das sind immer 8 Byte pro Register oder pro Stack-Adresse, soweit ich das noch weiß. Können wir hier dann also plus 8 Byte, plus 8 Byte, plus 8 Byte, können wir dann die Adressen hier adressieren auf dem Stack. Genauso können wir hier EBP minus irgendwas. Wenn das adressiert wird, dann können wir davon ausgehen, dass immer eine lokale Variable adressiert wurde. Hier zum Beispiel EBP minus 8 oder so, dann könnten wir würden wir auf C kommen. Genau. Normalerweise würden wir hier unten ja erwarten, dass der alte Stack-Pointer, also der alte Base-Pointer dann wiederhergestellt wird. Aber das passiert hier nicht. Das müsste ja dann irgendwas mit Pop und dann RBP sein. Aber das haben wir hier nicht. Das ist implizit in der Leave-Instruction drin. Das poppt im Prinzip unseren alten Base-Pointer wieder zurück und stellt im Prinzip den vorherigen Stack-Frame wieder her, den wir davor hatten. Und Return springt dann wieder zurück zu der Funktion, also zu der Return-Adresse,
ist ja mit dem das Schaubild schon geschlossen, aber wir wissen ja, wenn Main aufgerufen wird, das können wir uns auch gleich mal anschauen, wie die aufgerufen wird. Und dann wird die Return-Adresse auf den Stack gepusht und hier unten poppen wir dann wieder vom Stack und gehen dann zu der Adresse, die da drauf lag. Das ist auch ein relativ wichtiges Konzept zu verstehen, wenn wir dann zu Exploit Development kommen. Wollen wir hier vor allem erstmal Radare ein bisschen kennenlernen. Und deshalb zeige ich mal ein paar coole Funktionen. Und zwar hat Radare auch einen Pseudo-Decompiler drin, ohne auch das Kidra-Plugin zu installieren. Dazu müssen wir im Prinzip an die Funktion mit unserem Cursor, die wir decompilen wollen, das ist hier im Prinzip unsere Main-Funktion. Und dann geben wir einfach PDC ein, also für Pseudo-Decompile in C-Format. Und dann Pseudo-C-Code angezeigt, der ehrlich gesagt ein bisschen verwirrend ist. So, der, ja. Aber da sieht man hier zum Beispiel auch solche Konstrukte wie if-Blöcke zum Beispiel, wo man ein bisschen einordnen kann, wo was vielleicht hingehört. Das ist manchmal relativ schön. Hier finde ich es jetzt überhaupt nicht schön. aber was man auch immer ganz gern hat, vor allem wenn man, sag ich mal, IDA oder sonst was gewöhnt ist, es sind nämlich Graphen. Und die können wir uns mit einem doppelten V anschauen. Irgendwie Visual oder sowas. Und dann kommen wir hier in Graph View. Der ist auch immer echt gut zu sehen, weil da sehen wir dann immer gleich. Ja, wir sehen schon, das wird ganz schön verschachtelt, das Ganze. Ich weiß gerade nicht genau. Einen Moment, sind wir hier auch wirklich. So, nochmal. So, wir waren nämlich gerade gar nicht in der Main. Habe mich schon gewundert. Und zwar sehen wir hier dann zum Beispiel so bei Jump Instructions, sehen wir hier in Rot immer eingezeichnet, wenn das hier als falsch ausgewertet wird oder als false ausgewertet wird, dann springen wir zu dem Code hier. Und wenn es true ausgewertet wird, dann sehen wir das, also das Positive in grün. Und bei Loops oder sonst was, die zurückspringen, sehen wir normalerweise dann blaue Pfeile, die dann zurück zeigen. Das kann auch immer ganz hilfreich sein, wenn man sich so eine grobe Übersicht machen will, was das Programm im Prinzip momentan, also was das Programm an sich macht. So, was wir jetzt aber noch gar nicht gemacht haben, was wir eigentlich machen sollten, ganz am Anfang. Achso, ja, genau. Was ich noch sagen wollte, ist, wenn wir hier in so einem Graph-View sind, dann können wir mit Q dann immer zurück. Was wir auch machen können, ich habe ja gesagt, wir können mit den Pfeiltasten immer unseren Cursor verschieben. Und wir sehen hier zum Beispiel einen Call zu printf oder zu anderen Funktionen. Sagen wir mal hier die Funktion, die sagt uns nicht ganz so viel und wollen die vielleicht aus, also wollen da mal reinschauen. Wenn wir das machen wollen, dann können wir einfach mit Enter reinschauen und können uns dann hier in der Funktion umschauen. Und wenn wir dann fertig sind, die Funktion anzuschauen, dann können wir mit U wieder zurückspringen an die Position, wo wir da reingesprungen sind. Genau, was ich noch sagen wollte, ist, wir wollten ja eigentlich, wenn wir das Programm jetzt cracken wollen, sollten wir uns eigentlich erstmal eine Idee davon machen, was es eigentlich an sich erstmal überhaupt macht. Wir sehen zwar hier, kriegen wir schon eine sehr gute Idee darüber, was das Programm an sich macht. Aber normalerweise sollten wir das schon erstmal. Also genau, mit Q kommt man immer raus und wenn man nur Q in der Kommandozeile eingibt, dann sollten wir eigentlich aus Radare wieder rausgehen.
Vielleicht habe ich ein paar Sachen zu viel aufgemacht. Ja, jetzt. Genau. Und zwar wollten wir es erstmal ausführen, was es überhaupt macht. Und jetzt sollen wir hier ein Passwort eingeben. Irgendwie sowas. Length Mismatch. Okay. Also können wir schon mal davon ausgehen, dass das Programm die Länge kontrolliert. Einfach mal. Okay. Ja, also wissen wir schon mal grob, was es macht. Wir müssen ein Passwort eingeben, das muss die richtige Länge haben und muss wahrscheinlich auch noch andere Kriterien erfüllen. Gut, dann können wir mal nochmal da reingehen. Nicht vergessen, immer als erstes analysieren, weil sonst sehen wir nichts. Dann mit Analyze Function List können wir uns die Funktion anzeigen lassen. Dann mit S können wir unseren Cursor verschieben, hier zur Main-Funktion. Mit V kommen wir wieder in Visual-Modus rein. Und mit P können wir dann wieder die Views durchcyclen. Genau. So, was uns eigentlich auch interessiert immer, sind vielleicht Strings, die in der Funktion, also die im Programm definiert sind. Weil die geben uns eigentlich immer schon mal einen guten Ansatzpunkt, was das Programm erstmal macht und auch über die Zustände des Programms. Wir haben ja gesehen, wenn wir das falsche Passwort eingeben, dann kriegen wir eine Error-Meldung von wegen Length Mismatch. Entschuldigung. Genauso kann es sein, dass wir eine andere Meldung bekommen, wenn wir ein anderes Passwort eingeben, zum Beispiel das korrekte Passwort oder ein Passwort mit der richtigen Länge, aber das trotzdem nicht korrekt ist. Und um die Position zu finden im Code, und zwar relativ schnell, können wir uns natürlich die Strings in der Binary anzeigen mit IZ. Können wir mal kurz ein Fragezeichen eingeben. Können wir hier uns die Strings in der Data Section anzeigen und hier beziehungsweise dann in JSON-Format. Und wenn wir hier IZZ angeben, können wir hier die komplette Binary nach Strings durchsuchen. Das macht im Prinzip nichts anderes als Strings und dann die Binary dahinter. Das war jetzt hier ref, wenn man das hier in der Kommandozeile eingeben würde. Aber ich glaube, Radare ist ein bisschen besser, wenn es um Unicode, Strings und so weiter geht. Weil ich habe hier schon ein paar Strings gefunden, die ich mit Strings nicht gefunden hatte. So. Und dann geben wir es einfach mal ein, oder? Und schauen wir uns das Ganze an. Und wie wir hier sehen, hier ist unser Length Mismatch und hier ist unser Nice Job. Hier wollen wir irgendwie hinkommen. Und hier sehen wir noch was anderes. Don't try to hack me. Aber ja, hier, das ist eigentlich so vielleicht aus meiner Sicht das Interessanteste. Deshalb schauen wir uns hier mal an, wo das Ganze definiert ist. Und bewegen dann unseren Cursor dorthin. So, wenn wir jetzt mal ganz kurz rausgehen, dann sind wir dort nicht. Warum auch immer. Ah, Moment, ich gehe mal ganz kurz aus dem Graph-View raus. Oder sehen wir es dann gleich immer am Cursor hier vorne. Nochmal ganz kurz. Und dann haben wir hier unseren Nice Job. Jetzt sind wir hingesprungen, warum auch immer das davor nicht funktioniert hat. Und jetzt wollen wir natürlich wissen,
wo diese Stelle des Codes referenziert wird. Also wo wird das, wo wird der String, den wir hier in unserer Data Section, wir sehen ja hier, Moment, wo haben wir das wieder? Nice job, hier ist in Row Data, also das ist nicht in der Text Section. Wir wollen aber einen Punkt in der Text Section finden, wo dieser Punkt referenziert wird, also wo diese, wo dieser String verwendet wird im Code. Weil, wie wir schon wissen, unser Code, also unser C-Code zum Beispiel, den wir geschrieben haben, der und kompiliert wird, der wird dann in die, kommt dann in die Text Section. Und hier Row Data zum Beispiel ist einfach nur Read Only Data. Also einfach Daten, ja, kann man sich vorstellen wie Konstanten, die kommen dann hier rein. Ja. So, und wie wir das machen, ist mit A, also wieder Analyze, mit X, Cross-References, und dann gibt es hier zwei Möglichkeiten, einmal To und einmal From. Und wir wollen das hier To haben, nämlich wir wollen Referenzen, die auf diesen Code zugreifen. Also auf diese Stelle hier zugreifen. Wenn wir das hier eingeben, und dann sehen wir hier genau eine Stelle, nämlich die hier. Und da gehen wir auch dann gleich mal hin. Und dann können wir von dort aus dann backtracen, was wir tun müssen, um das richtige Passwort zu erraten. Oder zu erhalten, nicht erraten. So. Und hier kommen wir dann in so ein Konstrukt hier rein. Das sieht schon nach eben Passwortabfrage aus. Und wie wir sehen, hier kommen wir rein. Das bekommt ein Char-Array, wahrscheinlich unser Passwort. Und dann wird hier damit irgendwas gemacht. Wenn wir hier... Hier wird irgendwas... Irgendwas verglichen. Wahrscheinlich, ob das... Ich bin mir nicht ganz sicher, aber wenn das länger ist als Hex 19, dann kommt hier Don't Try to Hack Me. Aber das ist erstmal nur der erste Gedanke, den ich jetzt hier habe. Und dann kommen wir hier Length Mismatch. Es muss länger sein als Hex 15. Sonst ist die Länge falsch. Wenn ich das jetzt richtig verstehe erstmal. Dann kommen hier natürlich ganz, ganz viele Abfragen und wahrscheinlich immer, wenn die, also immer, wenn die falsch sind, so wie es aussieht, dann wird hier rausgesprungen und wird hier reingesprungen und dann come on, try again. Und wenn wir nicht rausspringen, dann landen wir nachher hier im nice job. Alles klar. So. Was auch immer echt ganz gut zu wissen ist, ist das i-Modul, das gibt nämlich Informationen über die Binary. Wenn wir jetzt hier i angeben, dann sehen wir hier relativ viel, was wir verwenden können. Was ich immer ganz gern mache, ist halt ii, das war für die Imports, und i capital I, also i großgeschriebenes i, da sehen wir dann so eine Zusammenfassung. Ja. Eben zum Beispiel gerade wenn man es die beiden, wenn man Exploits dafür schreiben will, wird hier dann eingegeben, ob wir hier ein Stack Canary verwenden oder ja, einige Sachen eben, die uns also hier jetzt erstmal nicht so interessieren. Jetzt nochmal zurück hier zu dem Code. Wir wollen das Ding jetzt knacken. Und zwar gibt es mehrere Möglichkeiten. Ich bin meistens immer der Faule und mache mir nicht die Arbeit, einen Keygen oder so zu schreiben, aber das sollte man eigentlich machen. So, einen Moment. Sind wir irgendwie in die falsche Stelle gesprungen, kann das sein?
Ah ja, enter the password, wir wollten jetzt so ein nice Job. Mensch. Entschuldigung. Aber ist auch eine gute Übung, wenn wir das jetzt nochmal machen müssen. Also wenn irgendein Befehl noch unklar ist oder sonst was, dann sagt es einfach, weil dann erkläre ich das dann nochmal. So, jetzt sind wir wieder in Main. Das habe ich getan. Achso, okay. Das ist gleich hier. Oh, Entschuldigung. Okay, dann gucken wir nochmal unsere Binary an. Also wir können jetzt hier natürlich von oben nach unten durchgehen und gucken, wie unser Passwort kontrolliert wird. Ich wollte jetzt aber auch erstmal kurz die Cheater-Variante zeigen. Dann gehen wir einmal kurz nochmal raus und machen uns ein Backup. Und zwar können wir, wenn wir die Binary an sich verändern wollen, können wir Radare mit dem W-Schalter öffnen und danach können wir die Binary selbst bearbeiten. Aber wir wissen ja, dass es jetzt mittlerweile, dass es in der Nähe von Main ist, das heißt, wir cheaten jetzt hier auch mal. Scrollen hier hoch. Und was wir wollen, ist, wir wollen im Prinzip nichts anderes, als hier hinzuspringen. Das heißt, wir merken uns die Adresse hier. Oder schreiben sie uns am besten raus. Dazu müssen wir aber, ich glaube, die Konsole öffnen, dass wir kopieren können. Hier, kopieren. Konsole wieder schließen. Ah ja, genau, die Konsole unten, das habe ich glaube nicht gesagt gehabt, das ist wie in Vim, dass wir immer mit Doppelpunkt die Konsole öffnen und wenn wir Enter drücken, dann schließen wir sie wieder. Das habe ich glaube nicht gesagt gehabt. So, gehen wir wieder ganz am Anfang und was wir immer am Anfang bekommen haben, ist ja der Length Mismatch, der hier. Und was wir hier machen wollen, ist einfach die Instruction hier einfach zu patchen, dass wir hier einfach immer eben an eine andere Stelle springen. Und wenn wir die Instruction patchen wollen, dann machen wir mit großem A, also mit Capital A, den Assembler auf. Und was wir assemblen wollen, das geben wir hier ein. Ja, das wollte ich jetzt nicht. So, das hier. Das wollen wir eigentlich haben. Und wenn wir das jetzt assemblen, indem wir Enter drücken, dann müssen wir hier bestätigen, dass wir die Änderungen auch machen wollen. Geben wir Y ein. Und dann sehen wir immer, wenn es hier an dem Punkt hier gerät, wo wir immer hingelangt sind bisher, dann sehen wir hier, das springt hier runter, hier rein, was aber nicht an unserer Stelle ist, die wir wollten. Aber vielleicht ist es hier auch einfach ein bisschen voll mit den Pfeilen. Das heißt, wir gehen mal ganz kurz raus und gucken, ob wir es gecrackt haben oder nicht. Das war natürlich falsch. So. Enter Passwort 1, 2, 3. Und dann sehen wir hier, so hätten wir es schon auf die Cheater-Variante gecrackt. Was uns aber natürlich normalerweise, was wir normalerweise machen natürlich, ist die Binary verstehen zu versuchen.
Das heißt, wir gehen da jetzt nochmal Schritt für Schritt im Prinzip durch und ich würde sagen, wir versuchen uns mal an den Keygen. Ich weiß nicht, ob wir es hinbekommen, aber why not? Ich mache jetzt mal hier T-Box auf, weil dann können wir hier unser View splitten. Einen Moment, das war das Falsche, ich will es horizontal splitten. So, dankeschön. Und was wir hier machen, ist einmal Keygen und auf der anderen Seite wollen wir natürlich nochmal dann in Radare reingehen und uns die Binary nochmal anschauen, nochmal analysieren. Wir wissen, das ist in der Nähe von Mayhem, deshalb springen wir jetzt einfach mal da rein. Gehen nochmal hier in Visual-Modus und mit P können wir wieder auf DFU gehen. Und dann können wir hier hochscrollen und dann versuchen wir das mal Schritt für Schritt nachzuempfinden, was es hier macht. So. Wir bekommen hier ein Argument rein. Das heißt, wir wissen, es ist E. Also RBP minus irgendwas, hier sehen wir es ja auch, RBP minus 8. So, jetzt ist natürlich hier die Kommentare ein bisschen. Ja, Moment, vielleicht mache ich das hier größer. Und dann sehen wir hier ein bisschen mehr an der Seite. So. Und zwar wollen wir jetzt hier erstmal die ersten paar Sachen abfangen. Das hier, da sind wir eigentlich im Prinzip nie drauf gekommen, das ignoriere ich jetzt erstmal. Wo wir immer hingesprungen sind, ist ja wirklich das Length. Das heißt, es ist unser Passwort, das gerade auf dem Stack liegt. So, dann haben wir hier das Offset von Hex 11 Bytes. Das heißt, wenn wir hier mal runtergehen, hier an 0. Stelle muss das A sein. Was stimmt. Dann gucken wir hier. Unser Stack ist wieder das Passwort. Gucken hier an Stelle 1. Muss die 43 sein, was ein C ist. Alles klar. Aber dann haben wir das auch mal gecheckt. Jetzt müssen wir nur noch
Jetzt müssen wir das nur noch eben ummappen. Ja, wie machen wir das am blödsten? Nämlich wollen wir hier natürlich immer noch bis 22 loopen, aber wir wollen hier im Passwort ein Zeichen von Offset ist gleich das Zeichen von I. Ah genau, Offset von I natürlich. So. Dann das hier raus. Und das Einzige, was uns jetzt eigentlich noch interessiert, ist das Passwort. Ja. So. Das korrekte Passwort brauchen wir eigentlich auch nicht unbedingt. Wir kommentieren das mal kurz aus. Dann nochmal speichern, dann kompilieren wir das nochmal. Und dann haben wir hoffentlich einen funktionierenden Keygen. Und dann haben wir das Passwort auch selbst hinbekommen. Und ja, danke für die Hilfe. Weil sonst hätten wir da wahrscheinlich noch ewig dran rumgemacht, auch wenn das eigentlich im Nachhinein nicht so schwer ist, aber irgendwo hat es gehapert. Gut.